Wunderschönen, gib mir ein Mikro, Test, hallo, hallo. Okay, das ist, ihr werdet es hören. Hallo? Ja, geht. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Es ist wieder etwas später, bei mir ist jetzt schon 0:33 Uhr, also es geht eigentlich noch, aber ich bin schon ziemlich müde und kaputt. Ich habe auch nicht so viel gegessen heute, habe mega Hunger, ich muss also noch was essen. Viel muss ich noch essen. Und ich hatte eigentlich keinen Bock, noch ein Video zu machen. Mein Rechner war aus, den habe ich extra nochmal hochgefahren für euch, weil ich mir gedacht habe, come on, die Jungs wollen natürlich Paxis Meinung wissen. Wir haben gewonnen! Und wie wir gewonnen haben, was für ein krasses Spiel. Und aus diesem Grunde, ja, habe ich mich natürlich aufgerafft, hab mir gedacht, für euch, meine Freunde, für euch, na, mache ich hier das wunderschöne Video oder so, keine Ahnung. Gehen wir erstmal die Spiele durch. Ach ja, wegen meinem Date, das erzähle ich dann, damit ihr erst jetzt das andere angucken müsst und dann am Ende noch ein paar Worte zu meinem Date, was heute war. Lass mich kurz überlegen. Muss ich hin da? Und zwar WM-Plan, wo ist es denn? Da. Belgien, Tunesien, was für ein Spiel. 5-2 für Belgien, natürlich absolut verdient und ich würde sagen. Jetzt nach dem Spiel muss man wohl schon sagen, dass Belgien, klar, Tunesien kein guter Gegner, aber es kommt auch immer darauf an, wie man auftritt. Muss man Belgien schon mit zu den Favoriten jetzt momentan, also das heißt noch überhaupt nichts. Erstmal alle drei Spiele abwarten und dann am besten noch gucken, wie man sich gegen den ersten Acht, also gegen den ersten K.O.-Gegner schlägt im Achtelfinale und dann. Klar, dann sind auch nicht mehr so viele Mannschaften dabei, dann macht man sich's einfach. Aber momentan ist Belgien zusammen mit Kroatien, würde ich sagen, Favorit Nummer 1. Also ja, Belgien bleibt natürlich stärker als Kroatien, eigentlich auch einfach von den Spielern her. Aber Belgien ist schon ganz weit vorne dabei. Also irgendwie würde ich Belgien gönnen. Ich mag das Land eigentlich, ich mag eigentlich auch die Spieler und ich mag es auch mal, wenn eine Mannschaft gewinnt, die halt eher ein kleines Land ist. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal einen Titel gewonnen haben, ob die mal irgendeinen EM-Titel oder sowas gewonnen haben, aber die haben auf jeden Fall, wenn überhaupt nur einen, würde ich sagen. Einen Titel. Also würde ich schon gerne. Aber dann gibt es den Teil in mir, der eigentlich nicht will, dass Belgien gewinnt. Einfach nur, weil ich diese Scheiße hasse, dass jedes Mal Belgien als Geheimfavorit ins Turnier geht. Dafür können die natürlich nicht unbedingt was, aber das nervt mich einfach so sehr und da freut mich dann irgendwie, wenn die Mannschaft nicht wird. Also ich finde einfach dieses Geheimfavoriten, das ist einfach für mich so ein bisschen Schwachsinn, ein bisschen Quatsch, genau wie beim letzten Mal Österreich. War mir halt so klar, dass sie kein Geheimfavorit sind. Und ja, also weiß ich nicht. Also entweder ist man halt Favorit mit, weil man gut spielt oder nicht. Und Belgien muss man dann halt einfach so mit als Favorit sehen. Also weiß ich nicht. Also eigentlich würde ich ihn gönnen, natürlich nur, wenn Deutschland rausfliegt, was ich nicht will, aber egal, zum nächsten Spiel. Südkorea, Mexiko, das Spiel habe ich nicht gesehen, dazu kann ich überhaupt nicht viel sagen, aber soweit ich mitbekommen habe, hat Mexiko verdient gewonnen. Wir schauen mal die Statistiken rein. Er hat so eine kurze Zusammenfassung gesehen, aber die könnte man vergessen. Also jetzt die Statistik ist jetzt eher ausgeglichen. 17 zu 13 Schüsse für Südkorea, 6 zu 5 Torschüsse für Südkorea. Dafür ist aber der Ballbesitz deutlich besser bei Mexiko, 41 zu 59% für Mexiko. Foul ist sehr aggressiv, die Südkoreaner, 24 zu 7, auch 4 gelbe Karten zu 0 und 7 Eckbälle zu 5 für Südkorea. Also die Statistik ist jetzt gar nicht, aber ich, so wie ich es in der Zusammenfassung gehört habe, hat Mexiko schon verdient gewonnen. Ihr könnt mir aber gerne berichtigen, weil ich habe es nicht gesehen. Und dann Deutschland, Schweden. Ich war tatsächlich rechtzeitig zurück zu dem Spiel. Das Date ging nicht so lange, dass ich es nicht sehen konnte. Ich hatte sogar noch die Zeit, von mir zu Hause zu einem Freund zu laufen, schnell, wo geschaut wurde. Und ich weiß nicht, 1 oder 2 Minuten zu spät gewesen. Also nicht wirklich viel. Und die ersten 10 Minuten waren natürlich richtig geil von Deutschland, vielleicht sogar die ersten 15, da hatten sie schon Chancen, hätten eigentlich 1-0 machen müssen, dann sind sie aber irgendwie wieder ins Schleudern gekommen und plötzlich macht, also Schweden hatte schon einen richtig guten Konter, wo sie ein Tor machen können, machen sie nicht, weil Neuer souverän hält. Aber dann halt wieder Todeskonter, Großmacht-Scheiße, Todeskonter von Schweden. Überragender Pass, muss man einfach so sagen, glaube ich nicht, dass den Schweden dauernd so spielt. Und dann halt auch überragend angenommen von jemandem, der das auch nicht immer so macht und dann auch überragend abgeschlossen. Also da war, meiner Meinung nach, ist da echt viel zusammengelaufen in diesem Abschluss. Er war, also eigentlich, wenn man sagt, wenn man es so betrachtet, war einfach nur super geil rausgespielt. Super geiler Pass, geile Annahme, geiles Tor, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das, also es klingt halt ein bisschen arrogant und gemein, wenn man sagt, dass ich das Gefühl hatte, dass das Tor irgendwie ein bisschen über den Möglichkeiten von Schweden war. Halt einfach so ein Traumtor, was, ja, was halt nicht oft fallen wird von der Mannschaft. Das klingt irgendwie blöd, ne? Halt arrogant. Und ist aber trotzdem, denke ich, die Wahrheit. So.
Trotzdem war es nicht unverdient, dass die da 1-0 geführt haben, weil wie gesagt, die hatten vorher schon eine große Chance. Und da muss man sagen, bis zur Halbzeit hatte die Schweden auch das Spiel in der Hand, definitiv. Hatten auch nochmal die Chance, ein 2-0 zu machen, aber das ist dann zum Glück nicht passiert. Rüdiger bricht sich die Nase. Autsch, das hat extrem geblutet. Ich habe glaube ich noch nie so ein Nasenbluten gesehen von dem, also so ein starkes von dem Fußballspieler. Und ja, dann habe ich so gehofft, also wir haben echt die Hoffnung aufgegeben gehabt und ich habe gesagt, oh Mann, der Löw musste jetzt sowas von zusammenschreien in der Halbzeitpause. Der musste jetzt so rund machen, am besten muss er schon anfangen, die anzuschreien, wenn die Kamera noch drauf hält. Weil, was haben die denn wieder für eine Scheiße fabriziert zum Großteil der ersten Hälfte? Oh mein Gott. Und dann geht's erstmal, ja, ganz kurz normal los und dann ging es halt total rund von Deutschland. Richtig geil, was ist da denn los? Dann der Ausgleichstreffer, oh mein Gott, wie gut. Und ab da muss man sagen, vor allem halt eine ganze Zeit nach dem ersten Tor, nach dem Ausgleich, hat dann Deutschland die so reingedrückt, die Schweden, die Konter von Schweden wurden im Keim erstickt. Daniel hatte ein paar Chancen, nichts Großartiges, aber hatten halt das Spiel so unter Kontrolle, richtig geil. Das war das Deutschland, wie man es eigentlich erwartet hat, gegen jeden Gegner, also, oder zumindest gegen jeden Vorrundengegner, ne? Deutschland, die klar dominierende Mannschaft deutlich besser. Es wird darum gehen, keine Konter zu fressen, weil man einfach nur die Gegner in die eigene Hälfte drängen wird und versuchen muss, sich durchzukombinieren oder wie auch immer. Das hat man eigentlich von jedem Spiel erwartet, also auch gegen Mexiko, aber es kam erst jetzt in der zweiten Hälfte. Und dann hat man gemerkt, dass die Schweden auch ziemlich müde geworden sind, aber langsam sind dann auch die Deutschen müder geworden und es ist mehr Zeit vergangen und es kamen weniger gute Chancen und es wurde wieder mehr Standfußball und Heide Röslein, und hat Brand wieder so ein Ding abgefeuert, leider halt wieder kein Tor, sehr knapp an den Innenpfosten und raus. Brand sollte hoffentlich beim nächsten Mal ein bisschen länger spielen als nur die letzten 5 Minuten, weil er echt abgeht. Zumindest war das jetzt schon wieder, also wie beim ersten Spiel auch schon, so ein krasser Schuss. Und Werner auf links, wie ging denn bitte schön Werner auf links ab? Der hat mir am besten gefallen im ganzen Spiel, da ging es so ab, der ist so gerannt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so einen linken Flügel spielen kann. War geil. Und ja, dann hat man halt irgendwie schon gedacht, na gut, ein 1-1, habt ihr keine Niederlage und immer noch eine Restchance im letzten Spiel. Und was passiert dann? Dieser grandiose Freistoß vom Toni Kroos. Oh mein Gott, Kroos hat sich echt nicht mit Ruhm bekleckert, weder im ersten noch in dem Spiel. Er hat viel Scheiße gebaut, das 1-0, jetzt war halt auch schon wieder irgendwie auf seinen Mist gewachsen. Totaler Dreckspass, hat mehrere totale Dreckspässe gespielt. Und dann so einen ultra schweren Freistoß direkt verwandelt. Abgelegt, glaube ich, Reus hat ihn angetippt und ach du Scheiße, er war so perfekt geschossen, der Torhüter war fast noch dran, also wirklich noch ein paar Millimeter weiter nach von uns aus gesehen, aufs Tor schauend nach links, vom Torhüter aus gesehen nach rechts und er wäre halt dran gewesen und er macht ihn einfach so Sahne rein, so ein geil, und ich habe noch gesagt, es muss doch irgendwie jetzt mal in der Crunch Time irgendwie ein blöder Standard, ein Elfmeter, irgendwas, direkter Freistoß, muss doch mal reingehen. Und dann, mein Gott, wie wichtig war dieses Tor. Ach ja, Boateng noch gelb-rot. Das war natürlich richtig dumm, aber ich glaube, das ist einfach jedem egal, nachdem wir wenigstens das Spiel gewonnen haben. Und jetzt haben wir es komplett in der eigenen Hand. Ich meine, selbst bei einem Unentschieden sind wir nicht automatisch rausgeflogen im letzten Spiel, aber da will niemand rechnen. Einfach mal gegen Südkorea, die absolut machbar waren oder sind. Ich denke, Mexiko war hier auf jeden Fall der stärkste Gegner von unseren Gruppenkameraden. Und Südkorea müssen wir gewinnen. Klar, es ist nicht sicher. Man ist, denke ich, immer noch ein bisschen verunsichert, aber ich glaube, unsere Spieler sind wahrscheinlich jetzt mental extrem geboostet und werden das Ding ziehen. Vielleicht wird es sogar ein etwas höherer Sieg, also vielleicht wirklich mal mit 2-3 Toren Abstand, mal gucken, ich freue mich drauf. Was scheiße ist, dass es halt Mittwoch 17 Uhr ist, weil ich sehe es wirklich schon kommen, dass ich es alleine angucke. Weil alle meine Freunde, zumindest, also einer ist im Urlaub, und die heute mit dabei waren, die müssen halt arbeiten und die nicht dabei waren, da gehe ich eigentlich zu 90% davon aus, die müssen auch arbeiten und ich sehe es schon kommen. Also wenn ihr wollt, meldet euch. Ansonsten sehe ich schon kommen, dass ich hier alleine sitze und ich habe auch keinen Bock, jetzt zu irgendeinem Public Viewing zu gehen, alleine oder so. Rotz. Da muss ich es wohl wirklich alleine angucken, weil 17 Uhr ist echt eine unangenehme Zeit für Leute, die dann einfach noch auf Arbeit sind. Naja, meine Augen, tut mir leid, aber wie gesagt, hab echt müde Augen. Boah. Gut, kommen wir jetzt noch zu den Spielen, die dann morgen auf uns zukommen. Boah, ich bin so froh, dass Deutschland gewonnen hat, weil wenn Deutschland verloren hätte, wären wir ja raus gewesen und ich hätte dann, es wäre so beschissen gewesen, die restlichen Spiele anzugucken. Ich hätte echt keinen Bock mehr gehabt. Ich hätte es trotzdem gemacht, aber ich hätte so keinen Bock mehr gehabt. Selbst bei einem Unentschieden wäre es echt ein mulmiges Gefühl gewesen. Aber jetzt durch den Sieg, wo wir wirklich wieder alles 100% der eigenen Hand haben. Danke, danke, danke. So, England-Panama. Spielt 14 Uhr. Ich denke, ist ein ziemlich unspektakuläres Spiel. Panama wird nur hinten drin stehen. England macht ein, zwei Buden und das Ding ist durch.
Klarer Favorit. Ach ja, Deutschland hat übrigens natürlich auch verdient gewonnen, auch wenn es am Ende ein bisschen glücklich war, weil es relativ spät war und halt ein Freistoß, auch ein schwieriger Freistoß, war natürlich absolut verdient. Statistik spricht auch für Deutschland. 18 zu 7 Schüsse, 6 zu 5 Torschüsse, okay, das ist gar nicht so geil. 76 zu 94% Ballbesitz, Fouls ausgeglichen, 12 zu 13. Gelbe Karten hat noch Schweden 2, was nicht sein kann, weil wir haben eine gelb-rote Karte bekommen, nachdem gelb da war. Hier steht gelbe Karten 0, was nicht stimmt, weil wir haben eine gelb-rote und eine gelbe. Also müssten wir eigentlich zwei gelbe Karten haben, oder zählt eine gelb-rote Karte nur als rote Karte? Na, keine Ahnung. Und 8 zu 3 Eckbälle für uns, also es war schon verdient. Und jetzt haben wir schon mal einen direkten Vergleich gewonnen gegen Schweden, wodurch wir momentan auch Zweiter sind. Ich denke, Erster werden wir nicht mehr, weil ich glaube nicht, dass Schweden. Ach nee, Quatsch, wenn Schweden im letzten Spiel gewinnt, dann. Und wir auch, dann gibt es drei Mannschaften mit 6 Punkten. Das heißt, es ist egal, wenn Mexiko unentschieden spielt, haben sie mehr Punkte als wir. Wenn Mexiko gewinnt, haben sie mehr Punkte. Und wir wollen nicht, dass Mexiko verliert. Von daher, wir werden auf jeden Fall Zweiter. Also, wir können nicht mehr Erster werden. Krass, da spielen wir wahrscheinlich. Oh, gegen Brasilien im Achtelfinale. Also, das werden wir auf jeden Fall gewinnen, weil die sind noch mental so am Boden fast. Also es ist super viele, die das 7-1 gefressen haben, spielen ja immer noch bei Mexiko, bei Mexiko, bei Brasilien. Das heißt, es wird dann, klar, es kann immer anders kommen, als man denkt, aber ich denke, es wird easy going, dann werden wir gegen Brasilien im Achtelfinale spielen, also wird gar nicht schlimm sein. Aber egal, kommen wir jetzt zu England, Panama, hatte ich ja schon gesagt, wird easy going. Japan, Senegal, interessant, hoffentlich gewinnt Japan. Wie gesagt, ich bin natürlich auch Japan-Fan und, ja, Fan vielleicht nicht direkt, aber ich fieber für Japan mit. Ich mag eigentlich auch Senegal, aber wie gesagt, Japan einfach mehr, deswegen hoffe ich, dass Japan gewinnt. Ich denke aber, dass es Senegal gewinnt und eigentlich auch ziemlich. Ich denke, sehr eindeutig. Also, wobei, das ist ja die WM 1-0 ist, aber ich denke, Senegal wird auf jeden Fall die klar bessere Mannschaft sein und gewinnen. Achso, was habe ich denn getippt? Gucken wir mal. Moment mal, ich mache erst noch das letzte Spiel und dann guck mal, was ich getippt habe. Polen, Kolumbien. Polen gefällt mir gar nicht. Waren wir aber eigentlich von Anfang an, habe direkt vom ersten Spiel gesagt, dass Polen wahrscheinlich nichts reißen wird. Ich sehe Kolumbien deutlich stärker. Ich denke, Polen wird weinend untergehen. Weinend untergehen werden die. Weinend untergehen. Die werden mit gesenktem Haupt, werden die verlassen. Kolumbien gewinnt hier auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was ich getippt habe. Kegi Debi. Ach, das ist schon der Dreiviertel eins. Fuck, Mann, ich will was essen. Aber egal, ich kann mir dann eh Zeit lassen, weil ich will ja am liebsten dann noch rendern, schneiden, nicht, aber hochladen und veröffentlichen. Sie haben schon 12 Minuten, ich will noch über das Date reden. Oh, das machst du dann kurz. Fuck. Also, Engi Pani, habe ich England, Panama habe ich nur 1-0 getippt. Traue ich England so wenig zu? Es ist halt die WM der 1-0 ist, ne? Und England, die werden wieder 1 Milliarde Chancen haben und wirklich mit einem 1-0 rausgehen. Passt mal auf. Und Panama wird kämpfen, wie Sau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Panama ein locker 1-0 schießt und dann geht es 1-1 oder 2-1 wird. Ich denke trotzdem, ich lasse es 1-0, oder? Und weil die letzten Spiele sind, glaube ich, waren auch einige 1-0 dabei. Es waren auch 2-1 und alles dabei. Also 2-0. Oh. Nee, wisst ihr was? Ich gebe ein 2-0. Ich ändere es auf 2-0 und für England. Komm, die müssen mit 2 Tore Unterschied schaffen. 2-0, 3-1, mal gucken. Japan, Senegal habe ich 1-0 für Senegal getippt. Ja, das traue ich denen zu, das ist nur 1-0. Das lass ich so. Polen, Kolumbien habe ich 1-0 für Polen getippt, aber weiß ich, was mich da geritten hat. Das tippe ich auf jeden Fall um zu. Ah, es wird ein 2-1. 2-1 Kolumbien. So, das war's jetzt kurz zum Date, das wird euch interessieren, deswegen. Nachdem es heute stattgefunden hat, 17 Uhr, also erstmal hatte sich die Dame nicht den ganzen Tag für mich Zeit genommen, das klingt jetzt merkwürdig, aber, also, ich fand es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, ich konnte ja Deutschland noch angucken, das war sehr geil, aber sie haben uns um 5 getroffen, sie hatte nur bis 7:30 Zeit, wir haben dann so kurz vor 7:30 Schluss gemacht und dann hatte ich noch genügend Zeit, bin aber auch schnell gefahren, muss ich zugeben. Aber natürlich nur frei, gerade Strecke auf der Autobahn. Ich kann zwar rasen, aber unter Raser an sich verstehe ich eigentlich rücksichtslose Autofahrer. Also ich fahre eigentlich nur schnell, wenn es recht frei ist, wenn es natürlich freigegeben ist auch auf der Autobahn. Und ich reduziere die Geschwindigkeit auch deutlich in den Kurven, einfach um, nicht weil ich denke, dass das Auto raushaut, aber einfach um Risiko zu verhindern, zu mindern. Und ja, deswegen. Aber egal, ich bin auf jeden Fall teilweise mal 200 gefahren auf gerade Strecke. Also ich war schnell unterwegs, bin schnell zu Hause gewesen. Und hatte dann noch, bis ich mit einem fertig war, 15 Minuten, um zum Freund zu kommen. Egal, auf jeden Fall, ja, war ich überrascht, weil
Ich will nicht sagen, dass ich es erwarte, aber ich würde halt davon ausgehen, dass wenn man sich zu einem Date trifft, dass man sich einfach einen Abend dafür Zeit nimmt, ne? Man weiß ja nicht, wie sage ich, meine damit nicht, dass man dann in die Kiste hüpft, ne? Das meine ich jetzt nicht, sondern dass man halt einfach, je nachdem, man weiß ja nicht, wohin es führt, dass man vielleicht noch was zusammen isst oder so, dann vielleicht noch im Glas irgendwas trinkt. Man kann ja auch zu jemandem gehen, ohne dass irgendwas dann direkt, ne, gestartet werden muss. So. Also das habe ich nicht erwartet, aber ich hätte halt einfach gedacht, dass man sich so arrangiert, dass man den Abend frei hält. So. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht war es auch einfach Taktik, so von wegen, ja, weil sie hat es ja nicht vorher gesagt, sondern dass es halt irgendwann angesprochen hat, so von wegen, um das dann irgendwann zu beenden, könnte auch sein, aber so schätze ich sie nicht ein. Aber wir haben uns dann im Endeffekt so getrennt, dass wir uns einig waren, dass es nicht gefunkt hat bei uns. Es war eigentlich ganz cool, wir waren uns gegenseitig sympathisch, wir gingen aber nicht davon aus, dass das irgendwas führt. Ich habe gesagt, ich hätte nichts gegen ein zweites Treffen, sie war eher abgeneigt, aber hat gesagt, wir können noch ein bisschen schreiben, dann gucken wir, wo es hinführt, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da nichts weiter passiert. Ich habe mich auch verabschiedet mit den Worten, die sah man locker Stimmung. War alles cool auf jeden Fall. Und ich habe mich verabschiedet mit den Worten, ich gehe davon aus, dass wir uns nie wiedersehen, deswegen nochmal eine besonders herzliche Umarmung. Haben wir dann auch gemacht. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man halt einfach realisiert, okay, da ist jetzt keine spezielle Verbindung zwischen uns und man halt einfach sich eingesteht, okay, man sieht sich halt wahrscheinlich nicht wieder. Und das ist halt, ich finde halt auch irgendwie, das hat was Cooles. Also ich finde halt, das hat was Cooles, wenn man so offen und so ja, realistisch das man einfach betrachten kann und dann halt, es ist einfach ein geiles, irgendwie hat es halt, wie soll ich denn sagen, was das Philosophisches, ne? Das ist irgendwie so, man. Weil sich vollkommen fremde Menschen treffen sich so, um ein paar Stunden miteinander zu verbringen, um sich so ein bisschen kennenzulernen. Komplett fremde Menschen halt. Auf einer freundschaftlichen Ebene. Und trennen sich dann wieder. Und dann gehen die, dann trennen sich die Wege wieder. Und die Wege des Lebens führen dann quasi beide wo ganz anders hin. Man sich immer wieder sieht, okay, kann sein, aber darum geht es nicht. Sondern einfach, dass es irgendwie trotzdem ein geiles Erlebnis ist, jemanden wildfremden zu begegnen, Gedanken auszutauschen, Erlebnisse auszutauschen, irgendwie irgendwas mitzunehmen aus diesem Erlebnis. Irgendwas nimmt man mit. Es wird nicht viel sein, logischerweise in so einer kurzen Zeit, aber irgendwas nimmt man mit. Irgendwelche Erfahrungen oder so. Und dann trennt man sich wieder und dann geht jeder wieder seine Wege. Das hat irgendwie was Cooles, muss ich sagen. Von daher mal schauen. Ich gehe nicht davon, also wie gesagt, ich habe nichts gegen ein zweites Treffen, auch wenn es nicht gefunkt hat, aber ich gehe nicht davon aus, dass es ein zweites Treffen geben wird. Wenn ich, also so wie ich das einschätze, so ich bin ja jetzt nicht unerfahren. Schade. Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, weil ich total, also ich bin ja wirklich mit Minuserwartungen ran. Also ich habe ja wirklich überhaupt nichts mehr erwartet. Ich dachte eigentlich, es wird richtig scheiße. Ich würde sagen, mein schlechtestes Date war währenddessen mein vorletzte, viertletztes mit einer aus Leipzig. Das war eigentlich eher, das war ein ziemlich schwaches Date. Vom Effekt, der danach eintreten kann, war mein schlechtestes Date definitiv. Aber beides andere war eigentlich auch nicht so geil, aber ich fand es persönlich nicht so schlecht. Aber von dem, was am schlimmsten war, nachhinein betrachtet, war mein erstes Date, weil da habe ich währenddessen gedacht, alles super geil, und hab sie ja gefragt, ja, wollen wir treffen? Und die so, ja, klar, geil. Und dann hat sie sich 2 Wochen lang nicht gemeldet, obwohl ich sie natürlich angeschrieben habe, und dann hat sie sich nach 2 Wochen gemeldet und gesagt, sorry, ich hatte viel zu tun. Dann war das Ding natürlich durch. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr. Aber das Date jetzt, ich bin wirklich, ich hab gedacht, das ist scheiße. Und würde sagen, es war auf jeden Fall besser, als ich es erwartet habe, aber es war jetzt auch nicht. Es war ein cooles Date, aber war jetzt kein geiles Date. So. Wir haben Tee getrunken zusammen. Und in dem am See, in dem Café am See. Aber das war's eigentlich. Schade, aber es hat nicht sollen sein. Und ich denke einfach auch, es war ja fast schon. Oh, sorry, ist nur, glaube ich, schon beim letzten Mal passiert. Es war ja eigentlich auch schon fast ein Blind Date, weil wir uns. Wie viele Klicks hatten eigentlich mein letztes Video? Ich da auch so viel off-topic gelabert. Mal gucken, hat es den Leuten gefallen? Wobei, das Ding ist halt immer, ich sehe ja eigentlich gar nicht an der Klickzahl, ob es den Leuten gefallen hat. Weil die Leute finden ja erst raus, ob es denen gefallen hat, wenn sie es angeguckt haben. Also würden ja erst erhöhte Klicks auf den folgenden Videos. Naja, ist egal. 30 Aufrufe bis jetzt. Okay, das geht auch.
Also ein paar Leute haben schon gehört, was ich gesagt habe. Das ist doch ganz cool. Was soll ich sagen? Oh fuck, was wollte ich denn sagen? Ich kann nicht zurückspulen, noch nicht. Was, worüber habe ich gerade geredet? Date, erstes Date, sollte nicht sein. Ach ja, es war ja fast schon ein Blind Date. Das war ja wirklich so schnell, alles ausgemacht, habe ich noch nie gemacht, mein schnellstes Date. Und wir kannten uns ja wirklich noch null. Also es gab noch überhaupt keine positiven, oder es gab noch keine Schmetterlinge im Bauch. Man hat ja schon so, ne, ein gutes Gefühl, bevor man jemanden trifft, weil man einfach super geil schreibt und man sich schon so mit dem sehr gut versteht. Dann hat man ja schon Schmetterlinge oder so im Bauch. Das gab es ja noch gar nicht, das konnte sich noch gar nicht entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ich das brauche bei dem Date. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir jetzt nach dem Date kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich, wenn sich sowas nochmal in einer ähnlichen Form abwickeln würde, also ich wieder so ein halbes Blind, kein richtiges Blind Date, aber wenn ich wieder mal so ein halbes Blind Date hätte, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich diese Schmetterlinge in diesem Treffen bilden können. Oder dass ich mich dann vielleicht sogar in die Person verliebe. Wobei ich echt sagen muss, dass ich jemand eigentlich bin, dass ich eigentlich extrem schnell verliebt oder gar nicht, glaube ich. Ich glaube, so richtig, richtig, richtig ernsthaft verliebt war eigentlich nur zweimal in meinem Leben, würde ich sagen. Wenn ich so drüber nachdenke. Oder? Also es gab schon so andere Dinger, wo ich gedacht habe, das ist verliebt war, aber im Nachhinein würde ich sagen, war ich nicht. Ja, zweimal und mit den zwei Frauen war ich zusammen. Bei der einen habe ich mich echt einfach nur über ein Bild in sie verliebt. Also ein Bild habe ich online gesehen, habe ich einfach sofort in sie verliebt. Mit der war ich 3,5 Jahre zusammen. Und bei der anderen war es übers Schreiben. Wir haben viel geschrieben, die hatte ich auch über Tinder kennengelernt. Viel geschrieben, lang geschrieben. Und da habe ich mich auf jeden Fall schon während des Schreibens in sie verliebt. Weshalb ich halt schon mit mega. Ja, also eigentlich war es wirklich schon so. Also ich würde schon sagen, das war schon Liebe. Das ist halt krass. Wodurch halt ich natürlich mega krasse Schmetterlinge im Bauch hatte, wo, als ich sie getroffen habe, und es ist natürlich noch mehr geworden. Und von daher war das halt schon geil, das war aber ja genauso, das hat funktioniert, und dann waren wir zusammen, das war nur ein knappes Jahr leider, aber war okay, war gut, war ein gutes Jahr. Von daher weiß ich nicht, ob ich so ein Typ bin, der das so braucht, also bei denen das halt wirklich schon so ist, so wie von wegen Liebe auf den ersten Blick, oder zumindest Liebe, bevor man sich trifft. Ich weiß nicht. Dann müsste ich meine anderen Techtelmechtel noch mehr analysieren, wo ich auch keinen Bock drauf habe. Aber wie gesagt, ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass ich so der Typ bin, der so ein halbes Blind Date hat und sich dann in jemanden. Aber gut, wenn ich mich auf den ersten Blick verlieben kann, dann kann ich mich auch im ersten Treffen verlieben, oder? Das geht auch. Aber ich glaube halt echt, ich bin nicht so der Typ, bei dem sich das langsam aufbaut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es solche Menschen, logischerweise, bei denen sich sowas langsam aufbaut über mehrere Dates. Aber ich glaube, der Typ bin ich nicht. Ich glaube halt echt, bei mir ist es da oder halt nicht. Also entweder ist es schon da, wenn ich mich mit ihr treffe, oder dann denke ich, es kommt im ersten Treffen direkt. Aber so wie jetzt, ich glaube, wie gesagt, ich würde mich gerne mal mit ihr treffen, weil ich sie so ganz cool fand und hübsch. Aber ich glaube es nicht, dass ich mich dann im Laufe von mehreren Dates in sie verlieben würde. Aber ich bin halt trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein ganz kleiner Romantiker. Ich will, es klingt komisch, als Mann das zu sagen. Aber vielleicht steckt da irgendwie sowas in mir. Also ich würde halt sowas immer noch eine Chance geben. Ich würde halt nochmal probieren. Das ist halt genau wie bei meiner Ex. Der hat halt im Endeffekt Schluss gemacht, weil sie der Meinung war, wir passen nicht so richtig zusammen. Und ich muss halt auch sagen, dass ich das, denke ich, genauso sehe. Aber ich hätte halt niemals Schluss gemacht. Ich hätte halt trotzdem weiter probiert. Weil die Gefühle einfach da waren. Und ja, das war eigentlich schon wieder genug Blabla, ne? Genau. Jetzt habe ich das Ganze mal analysiert und ich denke halt, wie gesagt, nicht, dass so schnelle Dates was für mich sind. Also ich denke, ich bin mehr so der Typ, erstmal ein bisschen schreiben und sich darüber kennenlernen. Ich schreibe halt auch einfach gerne und viel, und ich denke halt, dass Frauen, die das auch machen, vielleicht dann einfach schon, ich könnte mir halt vorstellen, dass jemand, das ist eine Frau, die das halt auch gerne macht mit dem Schreiben, dass die dann halt auch andere Charaktereigenschaften hat, die einen miteinander verbinden und dass es dann eher passt. Weil bei meiner Ex war es halt auch so, die hat halt echt auch viel gerne geschrieben und das hat einfach funktioniert. So. Und bei meiner Vorgehenden, wir haben uns zwar nicht, also wir sind nicht deswegen zusammengekommen mit dem Schreiben und so, das war halt ein bisschen eine ganz andere Geschichte, aber ich weiß ja, dass sie auch gerne und viel geschrieben hat und wir kannten das halt schon verdammt lange und haben halt früher auch viel getextet, deswegen, ich denke schon, dass das sowas ist, was einen verbindet. Aber in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es schwer zu finden. Also ich habe das echt gemerkt, dass es verdammt, also das ist eher das Gegenteil der Fall, dass sie nicht gerne und viel schreiben und dass ich dann eher da bin, der viel schreibt und das einfach nicht funktioniert. Aber egal, ich bin jetzt nicht verzweifelt, also kein Problem, ich bin jetzt niemand, der jede Woche ein Date braucht, Date will oder wie auch immer. Hat nicht funktioniert, was soll's, ist auch erstmal nichts anderes in Aussicht, würde ich sagen, nichts anderes, frisches, neues, so.
Mal schauen. Ich glaube nicht, dass es in der WM noch passiert, aber am Anfang dieser Woche hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute oder mittlerweile gestern noch ein Date haben werde. Also es geht manchmal schneller, als man denkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Pax, ist das Video noch länger. Verdammt, das letzte hat schon eine Stunde gebraucht zum Hochladen. Waren, glaube ich, irgendwas über 400 Megabyte oder so, als wir das wahrscheinlich wieder so 400, 500 haben. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme, weil wir sind jetzt noch mindestens, also insgesamt durch dieses blöde Doppelrendern, Rendern von dem Video, das Programm, Webcam-Programm rendert das Video und dann muss ich es aber nochmal richtig rendern. Und das wird, naja, es wird keine Stunde dauern. Insgesamt denke ich, weiß es nicht, eine halbe Stunde vielleicht. Dann nochmal eine Stunde hochladen und wahrscheinlich sogar länger als eine Stunde hochladen, dann nochmal veröffentlichen. Ja, mal schauen, ich werde noch was essen und ein bisschen was angucken, das wird schon funktionieren. Ansonsten muss ich es halt morgen nach dem Aufstehen machen, aber oh, ich hätte eigentlich schon mehr Bock drauf, das zu machen. Was sagt's? Warum jetzt noch zu machen, bevor ich schlafe? Ach so, ich hatte natürlich mein Deutschland-Trikot an. Lustigerweise hatte ich es in der ersten Halbzeit auch richtig an halt. Also, was heißt richtig an? Ich habe es die ganze Zeit richtig an. Aber habe es frei getragen, offen getragen. Ich finde, es sieht so geil aus. Ich bin halt jetzt niemand, der einfach so Trikots an sich geil findet. Ich finde halt, es gibt auch so viele Scheiß-Trikots. Gerade so Liga-Trikots kann ich eigentlich nicht leiden, weil ich mag einfach keine krasse Werbung. Also, wer meine FIFA-Videos kennt, der weiß ja, dass ich auch immer Trikots ohne Werbung anhabe, weil ich einfach diese Werbung so scheiße finde. Das ist so hässlich und deswegen bin ich jetzt kein großer Trikot-Fan. Aber ich finde das einfach so geil. Also das Schwarz-Rot, das sieht einfach gut aus, finde ich. Und da stört mich auch nicht, dass Adidas draufsteht, weil das Ding jetzt sicher gebaut wurde von Adidas. Scheiß drauf. Ich bin auch niemand, der jetzt sagt, oh scheiße, ich darf keine Werbung machen. Ja, es ist Adidas. Fuck, Mann, jetzt mache ich hier kostenlos Werbung für Adidas. Alle kaufen sich Adidas oder ins Unterbewusstsein eingeschossen. Beim nächsten Mal kaufst du Adidas automatisch. Sorry, Freunde. War mal ein gutes deutsches Unternehmen, jetzt glaube ich nicht mehr, ist egal. Was wollte ich noch sagen? Das Video wird immer länger, ich bin dumm, fuck, fuck, fuck. Ach ja, genau, in der ersten Halbzeit, wo es eigentlich eher beschissen lief, hatte ich das Trikot offen getragen, ohne was drüber, und dann im zweiten, nach der Halbzeit, da war es ein bisschen frischer, und da habe ich mir einen Pullover drüber gezogen, und dann haben wir gewonnen. Das heißt, beim nächsten Mal, am Mittwoch, darf ich nicht offen tragen, muss einen Pullover drüber tragen. Ich hoffe, es sind keine 30 Grad im Schatten. In diesem Sinne, zum nächsten Mal, Faxis. Zum Glück hat Deutschland gewonnen, Alter. Zum Glück hat Deutschland gewonnen. Oh, ich muss es nochmal küssen hier. In Oslo. Deutscher Fußballbund. Und ich hoffe, dass ich bald mir ein Trikot, dass ich beim nächsten Mal ein Trikot, also dass das ja quasi in meine Nostalgiekiste geht. In Anführungsstrichen, ich habe keine Nostalgiekiste. Und dass ich beim nächsten Mal ein Trikot von der WM anhaben werde mit 4 Sternen. Und wisst ihr was? Weil das Video eh schon so lange ist, jetzt gleich die halbe Stunde voll macht, will ich jetzt noch kurz gucken, wie alle Deutschland-Trikots, wie die komplett alle aussehen. Also ich weiß es gerade halt nicht. Es gibt ein weißes, klar. Oh, was habe ich denn? Ich habe die Rocks geschrieben. Und das war so scheiße, dass ich nicht mehr Google erkannt habe, dass ich Trikots gemeint habe. Was? Das sind unsere Trikots? Hä? Warte mal. Welche sind es denn jetzt? Hier wird halt alles gezeigt, was überhaupt nicht stimmt. Okay, also wenn ich es richtig sehe, ist das eine Trikot. Was ist denn jetzt das? Boah, ich weiß schon nicht mehr, mit was von der Trikotfarbe wir heute gespielt haben. Deutschland Trikots WM 2018. Okay, jetzt denke ich, habe ich. Also, das eine Trikot ist das weiße mit den schwarzen Streifen drauf, die so einen komischen Haken schlagen. Und das Auswärtstrikot ist das Heimtrikot und das Auswärts und schwarze Hosen. Und das Auswärtstrikot ist weiße Hosen und dieses Türkis. Blaue mit der digitalen Schrift hinten drauf in der Nummer. Das türkisblaue. Weil ich überlege gerade, welches Trikot würde ich mir denn da holen? Ich muss halt zugeben, mir gefallen jetzt beide nicht so sehr wie das, was ich gerade anhabe, wie das Auswärtstrikot von damals. Boah, das ist schwer. Ich glaube, das entscheide ich, wenn es soweit ist. Weil, also ich finde jetzt nicht beide, ich finde sie nicht hässlich, ich finde eigentlich beide ganz geil. Aber kann mich gerade nicht entscheiden. Also ich finde jetzt keins von beiden mehr noch geiler als das andere und ich finde halt beide nicht so gut wie das, was ich gerade anhabe. Aber ich denke,
würde am ehesten, boah, das ist schwer, aber vielleicht, ich glaube, ich würde wieder das Auswärtstrikot nehmen, vielleicht so als kleine Tradition immer das Auswärtstrikot nehmen. Vielleicht mache ich auch davon abhängig, welches Trikot sie im Finale tragen, wenn sie gewinnen würden. Also würde dann einfach dann das nehmen, weil das haben sie nicht getragen, das Auswärtstrikot haben sie nicht im Finale getragen, die hatten das Weiße an, aber es hat mir einfach optisch viel besser gefallen, deswegen habe ich es genommen. Das Türkis, ja, wenn ich denke, vielleicht mache ich wirklich davon abhängig, welches sie nehmen würden, weil ich finde eigentlich beide gleich gut. Vielleicht würde ich aber eher Türkis nehmen, weil ich die Farbe halt so noch nicht habe. Da habe ich halt ein Trikot in einer anderen Farbe, weiß. Und ich habe auch kein Weiß, wenn man mal da hin. Ach, ich bin dumm. Jetzt mache ich wirklich Schluss. Jetzt haben wir die 30 Minuten geknackt. Macht's gut. Tschüss, euer Paxis in your face.